So, neues Let's Play über das Spiel Winsemus Air Combat. Ich hoffe mal, ich spreche das richtig aus. Neu erschien auf Steam für 12 Euro. Oh, ein paar zerquetschte. Ja, ist ein Flugzeug-Simulationsspiel oder halb realistisches Simulationsspiel, so soll es ja sein, auf Simulation und Arcade ausgelegt. Die Steuerung soll für die Maus sein. Da bin ich natürlich jetzt mal gespannt, weil ich nämlich auch einen Kommentar gelesen habe, die Steuerung ist katastrophal. Manche sind zufrieden mit dem Spiel. Werden wir sehen. Wir sind noch im Early Access. Es sollen auf jeden Fall mehr Flugzeuge und so weiter kommen. Wir werden uns jetzt das Ganze mal anschauen. Warte mal, ich werde jetzt aber erstmal die Musik da ein bisschen leiser machen. So, was haben wir denn? Wir haben... Also hier können wir spielen. Es gibt auf jeden Fall keine Kampagne. Ich habe den Entwickler nämlich mal über Facebook angeschrieben. Es gibt nur Einzelszenarien. Da können wir unsere Flugzeuge anschauen. Ja, wir haben jetzt... wir haben nur eins zur Verfügung. Die anderen müssen wir uns erst freischalten. Ne? Die Höhenstärke. Unsere Geschwindigkeit und unsere Abdreh. Also wie Turnaround, ich denke mal, wie wir abdrehen können, dass wir das hier erweitern. Aber es gibt auch wenigstens auch mal deutsche Flieger, das ist schon mal sehr schön. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch alles an Flugzeugen hinzukommt. Schauen wir uns mal an. Er hat ja gesagt zu mir, wir können 5 Missionen, glaube ich, spielen. Learn to fly. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, 5 Stück. Und da haben wir das Tutorial. Zerstöre 3 Dummy Trucks on the ground. Also 3 LKWs am Boden. Und ein fliegendes Ziel sollen wir zerstören. Dafür bekommen wir 1000 Credits. Können wir dann eigentlich... Ah, warte mal. Wir haben... African... Ah, Moment mal. Wir haben Afrika, Europe und Pazifik. Dann haben wir Survival. Sandbox-Modus. Selbst erstellen. Okay. Wir starten jetzt einfach mal mit Learn to Fly. Bin ja mal gespannt. Nur mit Maus. So, move the mouse to control your plane. Also von der Grafik her wird es ja nicht einmal so schlecht ausschauen. Ja, das ist wirklich rein für die Maus. Naja, werden wir jetzt mal probieren. Eine andere Ansicht, glaube ich, wird es hier gar nicht geben. Nee. So, warte mal. Destroy. Ach, da sind sie. Zu treffen. Ich finde dieser weiße Punkt hier vorne, da wo wir hinschießen, der ist ein bisschen sehr unübersichtlich, finde ich. Explosionen schauen gut aus. So, das haben wir. Jetzt kommt das Flugzeug dran. Da ist er. Ja. Perfekt. Okay, das haben wir abgeschlossen.
1500 haben wir bekommen. Ja, okay. Jetzt schauen wir mal schnell ganz kurz hier rein, was wir uns jetzt hier kaufen können. Das kostet 9000, 13000. Oh, leck, da werden wir einiges brauchen. 32000, 30000, 47000. Ist er dann erstmal zum Freischalten vom Flugzeug? Okay, wir. Ich glaube, wir kaufen uns erstmal hier die Hülle. Ah, und dann steigt der Preis auch. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt auf die Missionen. Ob das längere sind oder auch nur kurze. Okay. Die alliierte Kolonne beschützen, die gegnerischen Panzer zerstören. Capture Enemy Base. Gegnerische Basis einnehmen. Bin ich mal gespannt. Im Flugzeug. Ja, das probieren wir jetzt einfach mal. Ja, das ist natürlich auch so, dass ihr immer eigentlich gleich am Kriegsgeschehen seid, ja. Achso, mit W, WS. Doch, W und S. Die Schnauze nach vorne und nach oben ziehen. Ne, wir können schon mit der Tastatur machen. Nur die Hauptsteuerung ist halt mit der Maus. Aber ich soll jetzt einen Panzer mit dem MG abschießen, oder was? Ja, funktioniert. Ja, muss man aber sagen, ich glaube für 12 Euro, das ist schon ein bisschen teuer momentan. Oh, oh, oh. Ja, ganz ehrlich, oh leck. Ja, ganz ehrlich, dieser weiße Punkt hier oben, der ist ein bisschen, der bräuchte, naja, entweder ein bisschen größer oder eine andere Farbe. Wo ist denn der Punkt jetzt hier? Ja, ist ein bisschen, ich finde es sehr kompliziert zum Fliegen, finde ich. Boah, wenn ich jetzt hier mit der Tastatur drehe. Na, also muss ich sagen, ist sehr kompliziert hier. Jetzt glaube ich, muss man doch eigentlich schön erwischen, oder? Ja, komm. Wo ist denn eigentlich unsere Gesundheit? HP hier oben. Boah. Nee, muss ich sagen, die Steuerung ist wirklich nicht schön. Da muss er sich was einfallen lassen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt einfach nicht zu tief fliegen. Aber ich weiß nicht, ob wir wenigstens eine andere Ansicht hinbekommen. Ah. Oh, was ist denn jetzt? Scheiße. Es gibt nicht wirklich viel verschiedene Ansichten. Ja, wo ich kann jetzt dann noch auf F4 und F5 mal drücken, ob sich da was ändert. So, dann mal, das probieren wir mal. Overspeed. Ne. Es gibt nur das, was wir jetzt hier gesehen haben. Da haben wir irgendwie Standmodus. Weil so finde ich, sind wir ein bisschen zu nah am Flugzeug. Ach, wegen der rechten Maustaste, sorry. Perfekt, den haben wir. Ja, also da müsst ihr aufpassen zum Ziehen, ja. Aber dann müsst ihr wieder zurückgehen. Ich habe jetzt da nicht aufgepasst, wenn wir
loslassen, dass wir dann in dem Zielmodus drin bleiben, also dem Zoom-Modus. So, drehen wollte ich eigentlich gar nicht. Boah, schon wieder. Er hat auf jeden Fall noch dazu gesagt, dass ja so viele über Controller hier anfragen, dass er auf jeden Fall Controller hinzufügen möchte, die Steuerung. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, da wird sie auf jeden Fall ein bisschen einfacher fliegen. Wieso? Oder ist es, weil ich einfach schon lange kein Flugzeug mehr geflogen bin, dass man da wieder in die Steuerung reinkommen muss? Ich weiß es nicht. So, von, also vom Flugzeug her, ja, kann man lassen, aber ich finde die Umgebung schaut einfach irgendwie nur dahin geklatscht aus. Was ist denn überhaupt, wenn meine Munition alle ist. Was ich mich natürlich frage, ist, treffen die Gegner überhaupt? Nein, nicht schon wieder auf dem Boden. Ja doch, die treffen schon. Destroy Planes. Alter, ich bin noch nicht einmal am Boden fertig. Tja. Das kann doch nicht sein. Ja, aber ich muss dazu sagen, wenn ihr runterfliegt, so, wir kommen mit der Maus gar nicht so schnell wieder nach oben. Außer das Heckruder mal noch hochreißen, ich weiß es nicht. Wäre gut, wenn man den einen Panzer jetzt gleich treffen würde. Ja, Etzer. Komm, komm, komm. Und das meine ich halt, die Steuerung des mit der Maus, bis er sich wieder richtig aufrichtet. Komm, komm hoch. Warum ist jetzt eigentlich der eine hier markiert? Also ihr seht schon, der weiße Punkt hier vorne, der ist ja ganz, ganz schlecht zu erkennen.
Ey, das war jetzt wieder sehr, sehr knapp über dem Boden. Ich weiß nicht, können wir auch die Geschwindigkeit ein bisschen drosseln? So, da unten, das sind eigentlich nur LKWs, die lassen wir jetzt mal. Das werden aber unsere Panzer hinbekommen. Schauen wir mal, dass wir hier... Das ist ja nur ein Flugzeug. Oh ja. Ach so, er lädt nach. Jetzt habe ich schon gedacht, wir haben keine Munition mehr. Gun Reloading steht ja hier. Muss ich da irgendwas drücken zum Nachladen? Nein, es dauert nur so lange. Okay. Wo ist denn der jetzt? Ach, das sind mehr Flieger. So, jetzt müssen wir ihn schön kriegen. Ah, Mann. Wo ist der zweite? Der ist hier. Hey, Moment mal. Der wird aber noch angezeigt. Boah, was ist denn das hier? Oder? Ne, der ist abgestürzt. Da ist der andere. Ja, ich finde, wir sind ein bisschen zu schnell. Kommt die Maus ja, die Maus gar nicht so mit der Drehung vom Flugzeug. Müssen wir immer ein bisschen selber nachhelfen noch. Also ein Panzer geht schneller kaputt wie ein LKW. Oder war das dieses Flakfahrzeug vorhin, wo wir drauf geschossen haben? Den hat man eigentlich schön im Visier und gleich kaputt ging er nicht. Ich will jetzt auf jeden Fall nur nicht drauf gehen, weil ich dann nicht weiß, ob wir dann wieder von ganz von Anfang anfangen müssen. Wir müssen einfach mit der Tastatur ein bisschen entgegenhalten. Dann glaube ich, geht schon. So. Wieder Flugzeuge. Destroy Plane stand hier. Ach so, Enemy Base, sorry. Ich habe da irgendwas gelesen, dass man Bomben auch nehmen kann. Ja, aber ihr seht schon, wir hatten am Start eine Hülle von 1800. Jetzt haben wir immer noch 900. Also die Gegner haben schon zu kämpfen, dass sie hier eigentlich treffen. Ist aber nicht schlecht, weil wir müssen wirklich erstmal hier ins Fliegen ein bisschen reinkommen. Ja, das Flugzeug, finde ich, dreht immer viel zu weit dann ab.
das werden wir nicht schaffen. Jetzt haben wir nur noch 400 Gesundheit. Also ihr müsst wirklich immer mit der Tastatur ein bisschen wieder ausgleichen. Mal 340. Das wird, glaube ich, nichts. Ja, komm hoch. Na? Wo ist denn mein Punkt? Boah, das war's. So ein Scheiß. Also, die Steuerung wirklich Katastrophe. Nee. Da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr weiterspielen. Wir könnten jetzt mal noch eine andere Kampagne anschauen, aber... Europe. Achso, das ist alles noch gesperrt. Da müssen wir 5 Wellen hier überleben. Destroy all enemy planes. Wir müssen das erstmal hier abschließen. Ja, okay, wir haben auf jeden Fall Credits bekommen, ja. Aber ich denke, dass das ein Spiel ist, das man erstmal zurückgeben muss. Weil die Steuerung ist wirklich unspielbar. Wir können mal ganz kurz hier in die Settings reinschauen. Controls. Pushdown. Left. Ich habe nicht auch gelesen, dass die Tasten hier. Freecam, warte mal, F1. F2. Schauen wir nochmal schnell ganz kurz hier rein. Dass viele Leute ihre Tasten hier nicht selber belegen können. Na? Jetzt geht's wieder. Okay, wir haben das Seitenruder auch noch. Ja, es kann natürlich sein, dass man wirklich erstmal hier in die Steuerung richtig reinkommen muss. Aber wie gesagt, ich habe schon mehr Spiele gespielt. Flying Tigers und was weiß ich alles. Da ließen sich die Flugzeuge wirklich sehr gut fliegen. Im Gegensatz zu dem hier. Aber schaut mal an. Also der Panzer ging schneller kaputt. Nochmal, müssen wir mal so machen. Da wieder ein bisschen hochreißen. Oh, 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 oh. Das ist, glaube ich, wieder zu tief, oder? Nee. Ne. Also ganz ehrlich, da muss ich sagen, das ist überhaupt nichts für mich. Ich werde das Spiel jetzt erstmal zurückgeben und werde erstmal abwarten, was denn so in dem Spiel noch alles kommt. Also mit dieser Steuerung wirklich, das ist katastrophal für mich zu spielen. Und da gebe ich dir einen schlechten Bewertung auf Steam wirklich recht. Die Steuerung ist unspielbar. Bin ich voll deiner Meinung. Die anderen positiven, ja, die sind... zufrieden mit dem Spiel. Und das verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja, okay. Wir haben das Spiel so auf jeden Fall mal gesehen. Ich finde, für 12 Euro ist es auf jeden Fall zu teuer. Es muss komplett noch ausbalanciert werden. Hier die Steuerung. Es vielleicht Kontrollsteuerung einfügen, dass man hier mit dem Stick und so weiter fliegen kann. Aber mit der Maus, nee. Nichts für mich. Okay. Also, wie gesagt, das war's. Von mir erstmal keine Empfehlung. Ich werde es zurückgeben und wie gesagt, mal schauen, wie sich das Spiel nur entwickelt, ob wir es uns da mal wiederholen werden. Dann, euch noch einen schönen Tag, macht es gut, tschüss.
So back to what I was saying.